Bernd Lange und ich hatten einen Sturm zusammen gemacht. Und es ist fast so, als hätten wir überlegt und wissen, was wir nicht machen wollen. Wir wollen nicht so viel Zeit mit dem Erklären von komplizierten Mechanismen verwenden diesmal. In Sturm ist es fast schwer gewesen, die Figuren zu zeichnen, weil es gibt so viel Plot in dieser Geschichte. Und wir dachten, naheliegend ist, etwas über uns zu erzählen und über unser Leben zu erzählen. Und gleichzeitig ist es so unfilmisch eigentlich und es passieren so wenige existenzielle Dinge, zumindest an der Oberfläche. Ja? Uns geht es allen einigermaßen gut. Wir haben alle einigermaßen okay Beziehungen zu unseren Eltern. Und wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, dass es eben doch nicht wirklich immer stimmt und dass eben gerade so Heimfahrwochenenden prädestiniert dafür sind, dass Konflikte auftreten. Ja? Und so war der Ansatz für diese Geschichte. Und wir wollten gleichzeitig nicht so ein großes Familiengeheimnis lüften. Da hatten wir wirklich das Gefühl, das ist oft erzählt. Sondern wir wollten zeigen, dass das so klein, klein, klein passiert und alles aufeinander aufbaut. Und so kam die Idee zu Was bleibt. Also ich erzähle gerne nah an dem, was ich als Wirklichkeit empfinde. Und oft ist es unspektakulär und nicht an jeder Ecke lauern irgendwie die großen, großen Geschichten. Und deswegen ist es, glaube ich, schon so ein Erzählansatz, erstmal so halbwegs vorsichtig und leise sich vorzutasten. Ja? Bei einer Geschichte mit Requiem interessiert mich eigentlich genau die gleiche Eltern-Tochter- oder Eltern-Kinder-Konstellation wie jetzt auch in Was bleibt. Das, was in Was bleibt passiert, ist halt noch leiser und etwas weniger an so einem auffälligen Thema dran. Ja? In Requiem hätte man natürlich auch einen Film über Exorzismus machen können und das haben wir schon bewusst versucht zu vermeiden. Ja? Wir verfolgen da nicht so einen großen Plan. Ich glaube, Geschichten finden zu uns oder wir finden die Geschichten. Manchmal ist es ein Zeitungsartikel, manchmal kommt es jetzt eben wie in Was bleibt, sehr von innen. Sturm war so, dass wir von dieser Anklägerin irgendwann gehört hatten. Und wenn man mich ein halbes Jahrzehnt vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich mache, glaube ich, nie einen Film über eine Anklägerin in Den Haag. Also ich versuche auch einfach sehr offen zu sein. Ja. Aber dieses vielleicht unspektakulär Erzählen hat auch mit einer Haltung zu tun, die wir dann als Autoren haben. Und es sind, glaube ich, auch die Filme, die wir mögen, die so etwas leiser daherkommen. Und dadurch schleicht sich das wahrscheinlich so ein von Film zu Film, ohne dass es immer gleich genau so von vorne weg geplant ist.